Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Auftrag bekommen. Den schauen wir uns mal kurz an, hier bei Lose. Ja, er nahm uns zur Seite, warnte uns, dass Lose gefährlich sei. Er meinte, sie dürfe niemals zur Göttlichkeit aufsteigen und dass ich mich bereithalten solle, sie zu töten, falls sie es versuche. Auf der Jagd nach dem Bösen, auf der Blutmondinsel, müssen wir den Advokat töten, wer auch immer das ist. Und wo die Blutmondinsel auch immer ist. Wir sprechen jetzt nochmal mit ihm. Fragen, ob er das sagen kann, wie man zu dieser Insel kommt. Dann ist das wirklich die Insel, auf der wir gerade eben waren und nochmal neu geladen haben. Death fog obscures any approach and hangs thick over the collapsed bridge that led to the isle from the Driftwood Road. Da könnte man die Pyramiden nutzen, die wir haben. Dass wir mit Fane rüberfahren und dann einfach die Pyramiden nutzen, um unsere Kollegen, Gefährten rüberzuholen. Vielleicht geht das sogar. There is more than the mist alone there, though. Magic that evades my eyes. I also spotted a sloop further down the shoreline. But of course, a quiet afternoon's boating trip will be quite ruined. Once one hits death fog shrouded waters. That is to say, no living thing would survive such a trip. Sagen, dass du gerne mehr über die Insel erfahren möchtest. It is a place of irony, if you will. Once the site of an academy dedicated to the art of demon hunting, now the remnant of a dream sliced open into nightmare. Rumor has it, an exorcism went wrong there long ago, and for a short time a great demon stood unopposed. Had it not been for Dr. Deva, the entirety of Reaper's Coast could have looked like Blood Moon Island looks today. He contained the demon and its blood spawn to the doomed shores of the isle, surrounded it with death fog, and never looked back. Ihn bitten, dir mehr über Dr. Deva zu erzählen. I met him once, during a soiree in Arx. Quite the eccentric is Dr. Deva. But then again, he looks you up and down. Aren't we all? Fragen, woher er weiß, dass du ein Gotterweckter bist. He smiles, like one would at a child, asking about the birds and the bees. I know, because I've known others like you. Those whose fates are chained, for better or for worse, to that of the gods themselves. I have battled the foe of foes and conquered it. For a while. I have sat in perfumed gardens with the source herself, drank life from her. Ich glaube ja immer noch, dass der Jahan wirklich eine der Helden-Personen ist vom ersten Teil. I have seen well over 2000 springs and will continue to do so until time itself closes its weary eyes. Trust me, I know what you are and what you can be. Was hast du denn zu verkaufen? Jede Menge Zeug. Huiuiui. Fertigkeitenbuch, Berührung. Die eine wollte doch irgendwas mit explodieren. Er kann explodieren und dabei physischen Schaden bewirken. Das wäre doch sowas, oder? Je mehr Blut, desto mehr Heilung. Lebenskraft regenerieren. Todeswunsch. Ich würde fast sagen, dass hier oben, wo ist es denn? Wählt eine Leiche aus, um einen aufgeblähten Kadaver auferstehen zu lassen, der für dich kämpft. Er kann explodieren und dabei physischen Schaden. Also ich glaube fast jetzt, wir kaufen mal das Buch für 249, da ist nicht viel verloren. Vielleicht ist es das, was die eine Einsiedlerin braucht. Dann haben wir noch einige neue Sachen hier. Oh Gott, oh Gott.
Müssen wir hier alles durchgehen. Einhandwaffen. Wieso vergleicht er da nicht jetzt? Beim Schild vergleicht er. Bei der Einhandwaffe nicht. Habe ich die nicht ausgerüstet? Na gut. Den Schädel behalten wir mal. May you wander in wisdom. So, und das behalten wir auch, das Buch. Schauen wir mal, ich habe gar keine... Wieso habe ich denn keine Einhandwaffe? Wo ist denn meine Einhandwaffe? Okay, wann habe ich die denn verkauft? Ach du Kacke. Da sieht's gut aus, zwei Hand. Habe ich, wie lang kämpfe ich denn schon ohne Waffe? Dann müssen wir uns doch hier nochmal was kaufen. Eieieiei. Das ist ja natürlich blöd. 25, 27, 29, 32. So richtig gute Waffen hat er nicht. Ach du Kacke. Wieso habe ich denn meine Einhandwaffe verkauft? Also wenn von euch jemand irgendwie gemerkt hat, dass ich die verkauft habe, bitte kurze Meldung in die Kommentare. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Sehr seltsam. May you. Na gut. So, hier können wir nicht rein. Wir können vielleicht mal mit dem Dämon sprechen hier. Nothing good will come of speaking with them. They may sound merely mad, but they're infinitely more clever than you imagine. They move between moods like wind through trees, only to settle upon the one that may just sway you. They'll talk themselves out of that cage if you let them. You'll be their key before you know it. Wenn er möchte, dass die Aufgabe erledigt wird, brauchst du Informationen. Du musst diese Dämonen befragen. You're playing with fire, Godwoken. But far be it from me to come between you and what you consider entertainment. So, wir probieren es nochmal. The creature turns to you. It's so hideously ugly, it's almost beautiful. You feel like it's trying to grin, but it looks more like a snarl. It looks towards its jailer, then back to you. Hey, want some gold? Set us free. Sagen, dass du bereits Gold hast. Was du willst, sind Informationen. I'll give you what you want after you set us free. Okay, wir können ihn auf keinen Fall freilassen. Ihr könnt ihm nicht trauen. Lasst ihn, wo er ist. No. Set us free. Set us free. Careful now. It lies. Da ist ja noch was drin, ne? Ein Hund. Bugger off. Okay, der hat nicht viel zu sagen. Gut, jetzt können wir hier rüber gehen und können den Bereich erkunden. Letzte Sichtung von Jahan. Okay, aber Jahan haben wir ja jetzt schon getroffen hier unten. Wir müssen auf alle Fälle hier rein. Und da können wir offenbar gleich mal hier durchgehen. Dann gehen wir erst hier rein. Wo immer wir auch hier hinkommen. Sieht auf alle Fälle ungesund aus. Das sieht doch schon wieder nach Falle aus. Wir bringen die beiden mal hier hoch. Bevor ich hier irgendwas anfasse. Was ist denn los? Lose, geh hoch.
Und die anderen beiden bleiben hier unten. Dann fassen wir mal hier diese Statue an. Respond to my touch. There must be a way to activate it. Wir haben natürlich jetzt keinen Hinweis, wie wir hier irgendwas aktivieren. Na gut. Dann offenbar doch keine Falle. Dann werden wir mal hier ein bisschen weiter erkunden. Magisters. Was? Wo sind Magister? Your powers of observation astonish me. Oh. Die verstecken sich offenbar hier. Vor wem? Ach, das war der Brutzler, der hier so rumzaubert offenbar. Da war irgendwas. Hat er wieder ein bisschen gezaubert. Wir sind jetzt quasi hier in dem Bereich, dem riesigen Bereich. Können wir mit denen sprechen? He spares you but a glance, then turns his focus back on whatever it is he's hiding from. Die ignorieren uns komplett. She gives you a steady look that tells you she's not in charge and neither are you. Der sieht doch aus, als wäre er in Verantwortung. Ist das eine Frau? Best you leave the building, stranger. We have sorcerer trouble. We're trying to talk her down without a fight. It's not going well. God's damn sorcerers. Zustimmen, gottverdammte Quellmagier, ihn dann töten. Keine Miene verziehen, während du dein Erstaunen zum Ausdruck bringst. Ein Quellmagier hier? A sorceress, as it happens. A master of portals. And a lizard, too. She seems unable to escape. Thank the divine. But we can't get close enough to bring her down. We chased her clear across the country, and she's left devastation in her wake. We expect a Voidwoken attack here too, at any moment. That, or worse. Fragen, welchen Ausgang sich wünscht. Normally we'd take her down and ship her off to the Necklace Farm. But she doesn't seem the type to go quiet, and the White Magisters aren't too happy with her. If we don't kill her, they probably will. It's do or die. Ihm sagen, dass er seine Aufgabe erfüllen soll, dort hinübergehen und den Quellenmagier holen. Dass er rübergehen soll oder dass wir rübergehen sollen? This sorcerer, my friend, is as powerful as they come. Patience is part of the job. I won't risk a Voidwoken attack until I have to. And the longer the sorcerer stays where she is, the weaker she gets. Ihm sagen, dass du gut mit Quellenmagiern auskommst. Du wirst mit ihnen reden. Well, it's your funeral. Try not to let her use sorcery on you. I'd like to avoid having Voidwoken show up. And do watch out for the lava. That's instant death. Wo ist denn hier Lava? So, wir erklärten uns bereit, dem Magistern dabei zu helfen, der Quellenmagierin Einhalt zu gebieten. Eigentlich will ich doch mit der sprechen, oder? Mit der Quellenmagierin. Da ist sie. Hanak. Ich speichere mal. Da vorne ist Lava. Können wir denn irgendwie hier... Ah, wir können hier hochsteigen. Dann gehen wir nämlich erstmal hier runter. Und werden hier noch ein bisschen erkunden. Hier unten. Da waren wir meiner Meinung nach nämlich noch nicht. Da geht es auch wieder hoch. Irgendwie müssen wir doch mit ihr sprechen können. Jetzt lauf bloß nicht in die Lava rein. Mach keinen Quatsch. Die Lose, wenn die Lose jetzt hier zum Beispiel verdampfen macht. Ja, hat ja hervorragend geklappt. Vielleicht. Mal hier durchgehen jetzt. Wahrscheinlich eh. Was machen wir denn mit dir jetzt hier? Oh, doch, jetzt? Nein, doch nicht. Wir marschieren jetzt einfach durch hier. Und sprechen mit ihr. Ihr sagen, dass du ihr nichts Böses willst. I've heard that a lot lately. It's always a lie. Under her breath, she incants a simple spell. No sooner does a portal open beside her than she steps into it and is gone. Oh.
Da hat sie sich einfach mal verzogen. Jetzt sind hier auch die ganzen Blitzdinger weg. Wo ist die denn jetzt hin? Ah, jetzt ist sie hier. Und wenn wir uns doch um die Magister kümmern. Wie können wir denn hier hoch? Wir gehen einfach mal wieder rein. Hallo? Ja, okay. Ich wollte ja eigentlich mit dir sprechen, ne? Fury twists the sorcerer's face as she Get the hells away from me. She looks from you to the magisters and This is magister trickery. Okay, ich klicke das mal kurz durch. No, I'll die. Okay, wir müssen offenbar wirklich. Wir müssen offenbar doch die Magister töten. Habe ich jetzt auch kein Problem damit. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Weil die ist ja mega pisst auf uns. Sehr seltsam. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Ich habe nämlich den Befehl schon gegeben, dass die reinlaufen, während ich gespeichert habe. Das heißt, die werden wahrscheinlich sich jetzt noch bewegen, unsere Gefährten. Mal gucken. Okay, nee, sind stehen geblieben. Jetzt sprechen wir nochmal hier mit Magister. Ich sage, dass du keine Befehle entgegennimmst, du gibst welche, dann greifst du an. Na dann. Wie viel die zaubern kann. Wahnsinn, wie viel die zaubern kann. Hol dir mal den. In den Rücken geschossen. Ja, die sind relativ easy peasy. Die Lose kann so noch zaubern. So, irgendwas hat sich jetzt geändert. Wir haben uns gegen die Magister gewandt. Ja, ist ja okay. Dann wird hier nochmal gebrutzelt. Oh, das hat nicht viel gebracht. Ja, das geht. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Zweimal gleich verfehlt. So ein riesiger Kreislauf, Kreis hier. Okay.
Die ist halt jetzt zäh, weil die so komplett eingerüstet ist. So, ja, das war's aber jetzt. Und jetzt hoffe ich mal, dass die einigermaßen gut auf uns zu sprechen ist. Fertigkeitenbuch, korrumpierende Klinge für Gauner ist das. Und ein Zauberstab. Ja, doch. Legt geblendet für eine Runde fest, 10% Chance auf Erfolg. Ja, bei den anderen haben wir halt überall Intelligenz dabei, Aerotroik haben wir dabei. Nee, verkaufen wir. Das dürfen wir nicht verkaufen. Okay, und jetzt schauen wir mal, was sie sagt. The best magister is a dead magister. You have my thanks, whoever you are. She offers you a grateful smile. Bemerken, dass sie eine mächtige Quellmagierin zu sein scheint. Sie bitten dir beizubringen, wie du die Quelle in dir beherrschen kannst. She gives you a long look, considering the request. You have proven yourself a friend at least, but you must prove your heart. I'll ask one more thing of you. I left my apprentice, Gwydion Rince, at the Black Pits. He is with his family. They are in danger. Der Schwarzgrube, wo ist die denn? Help them and I will help you. Wir sagen, dass du dich darum kümmern wirst. I should be most grateful. Was gibt's denn hier? Magischer Zwergenstab, Zauberstab des Zwerges. Schuppenrüstung oder Kniehosen? Wir nehmen mal die Schuppenrüstung. Wo gehst du denn jetzt hin? Bleib mal hier. Lehrling Gwydion. Haus seiner Eltern nahe Schwarzgrube. Wo geht sie denn jetzt hin? Bleibt die jetzt hier? Hanak. Ich notiere mir das mal. Ah, okay, Hanak. Steht hier schon. Gut. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier irgendwo was mit Schwarzgrube finden. Schwarzgrube. Kenne ich ja überhaupt nicht. Nö. Keine Ahnung, wo die Schwarzinsel oder wie war es? Schwarzgrube war. Aber die werden wir bestimmt noch irgendwann finden. Gut, dann haben wir nämlich das hier auch fertig. Hier oben geht sowieso nicht weiter. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf erstmal Richtung der einen Hexe hier. Da habe ich mir wieder keine Notiz gemacht. Die war irgendwo hier. Und schauen mal, ob wir das richtige Fertigkeitenbuch haben. Wer weiß. Und da müssen wir ja auch noch runter. In dem Bereich. Nicht erreichbar, das ist klar. Oh, war die weiter unten? Hä? Wo war die denn? Wo war die denn, die gute Dame? Oder hier? Ich glaube, die war hier, oder? Schauen wir mal über die Brücke. Da war sie. Okay. Alles klar. Ich frage mich, wie wir zu der Abwrackerhöhle kommen. Ah, Moment. Das ist die Abwrackerhöhle, aber was ist dann das hier oben? Do you have the book I ja, seek? Vielleicht, vielleicht. Found the little corpse-related book I seek yet? Wir schauen mal. Have a look. Mind you don't tear any pages now. So, vielleicht ist es das. Offenbar nicht. Die Rüstung müssen wir auch nochmal checken.
Oh, doch, vielleicht. Seht her, aber gebt Acht, dass ihr die Seiten nicht zerreißt. You know what I'm looking for. Come back to me if you find it. Offenbar nicht. Na gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen schauen. Achiella haben wir hier. Und die Rüstung. Die ist auf alle Fälle besser als unsere jetzige. Vor allem plus 1 Kriegsführung. Und sieht auch noch ein bisschen schöner aus. Gut, für die anderen wird es wahrscheinlich nicht relevant sein. Gut, dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt hier runter. Wie kommen wir denn jetzt am besten hier runter? Weil über die Brücke können wir wieder nicht. Das heißt, wir gehen außen rum. Und dann müssen wir uns hier wieder durchmogeln. Dass das aber auch nicht mehr verschwindet hier. Das bleibt alles so. Wir müssen hier dann runter. Okay. Gehen wir schön alle durch. Und wir marschieren jetzt hier rüber. Da waren wir schon. Da war dann der Überfall. Und gehen dann jetzt hier unten. Da war ein Eingang, genau. Da wird es auch noch reingehen. Ah, ich weiß nicht, waren wir hier schon unten? Das ist ja Wahnsinn, hier waren wir auch noch nicht. Dann gehen wir erst hier runter. Und zwar hier rein, über die Brücke. Oben sitzt der Geist wieder. Haben wir mit denen schon gesprochen? No, this ain't right. I was on duty in the cave. I was on patrol and. Ja, und dann hast du uns überfallen. And I was alive. This ain't right. None of this is right. Da bist du jetzt selber schuld. Wir können hier über die Brücke. Der brennende Prophet. Statue des brennenden Propheten. Okay. Wir haben an den Schnitterklippen eine ungewöhnliche Statue entdeckt, die über einer Reihe von Fackeln wacht. Die müssen wir bestimmt in einer bestimmten Reihenfolge anzünden. Here lies Patrick, Prophet. He perished in this place, predicting the downfall of Bracchus Rex. Another wise man. The statue stands before you in silence. It reaches to the heavens as if praying for release from its chains. Damit einfach mal auf gut Glück anzünden. By the scales of my kin, these torches will not hold a flame. Oh, die sind wieder ausgegangen. Gehen alle immer ganz schnell wieder aus. Also die Reihenfolge kann es offenbar auch nicht sein. Ne. Ein weiteres Rätsel, das ich nicht zu lösen vermag aktuell. Ich gehe mal weiter. Und da vorne liegt jemand. Schon wieder. Was hier Leichen rumliegen. Das geht auf keine Kuhhaut. I found something. Brustpanzer, Feuerpfeil und Kohle. Für den Ivan. Ja. Doch, gut, 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 gut. Gefällt mir. Mittlerer Verstandstrank. Können wir hier
irgendwelche Geister sehen. Ja, gut, dass wir hier schön reingelaufen sind. Ist ja nicht so. Ja, kommt hier runter. Oh, die sind festgezurrt. Hallo? Das müssen wir jetzt aber löschen können. Lose, tu dein Werk. Lass es regnen. Achso, das war's schon. Da liegt auch schon wieder eine Leiche. Nimm da auch noch das Ölfass mit. Quite right. Do see. Gut. Da oben ist jetzt Gift. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, da sehen wir jetzt hier den Bereich. Wir gehen erstmal nach links, wenn es hier noch weiter geht. Careful now. That's a trap. Careful. I've spotted a trap. Einmal Tierhaut bitte. Natürlich laufen wir obwohl wir die gesehen haben, laufen wir wieder komplett hier rein. So, hier geht's nicht weiter. Das heißt, die Lose teleportiert uns mal eben hier hoch. Careful now. That's a trap. Und wir lassen das Seil hier runter. A trap. Better give it away. I should neutralize this thing before it does damage. Na dann, macht mal. Wunderbar. Careful now. That's a trap. Und nochmal die Leiche eines Zwerges. Gut. It's like you read my mind. Blessings on your kin and your kin's kin. Okay. Ach, wir haben ja das Feuer ausgemacht und jetzt ist auch der Geist verschwunden. Dann machen wir es wieder an. Wir müssen die Notiz doch lesen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir haben da ja was bekommen. Die Tierhaut wird gleich mal verpackt. Alles andere wird verkauft. Und das belehrende Pamphlet, ich glaube, das kennen wir aber schon, werden wir dann lesen. Und dann geht es in der nächsten Folge hier runter. Und dann werden wir hier mal erkunden. Besessene Kriegsjungfer sehe ich hier. Da ist noch ein bisschen Quellmagie. Und da geht es offenbar in eine Höhle rein. Und vielleicht kommen wir dann irgendwie hier hoch. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Auf alle Fälle wird hier erstmal wieder gekämpft. Wir können ja schon mal runtergehen. Damit ich beim nächsten Mal noch dran denke, was wir zu tun haben. Gut. Dann war es das wieder. Ich hoffe, euch haben die Stimmen jetzt gefallen. Ich werde das jetzt erstmal so lassen. Vorerst, wenn jetzt keine großen Gegenstimmen von euch kommen. Mir gefällt das ganz gut, weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Vor allem auch, weil ich weniger dann sprechen muss und das weniger dann auf die Stimmbänder geht. Und ich finde es einfach schön, auch wenn es Englisch ist, die Sprache. Ich finde es halt schön, dass die schön aufwendig gemacht wurden, die Vertonungen. Und vor allem, dass halt alles wirklich vertont wurde. Das ist auch schön. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, egal wann ihr das anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.